Gott. Das tust du nicht. Das tust du nicht. Nadine, hilf mir mal. Willst du, dass sie mich ins Gefängnis stecken? Dann hast du niemanden mehr. Nadine! Nadine, warum machst du da mit? Ruhe. Nadine, du sollst still sein, habe ich gesagt. Au. Da kann es sein. Egal, wir sind nicht da. Die suchen mich. Hol irgendwas, womit wir sie endlich stumm kriegen. Woher kommt dein grenzenloser Hass? Was kümmert's dich? Warum hast du Mama umgebracht? Weil sie mein Leben zerstört hat, diese falsche Natter. Ich war die Prinzessin der Familie. Mich hat man geliebt und verwöhnt, bis Rebecca auf die Welt kam. Und plötzlich hat man mich fallen lassen wie eine heiße Kartoffel und da hieß es nur noch Rebecca allein hier, Rebecca allein da. Da konnte sie doch nichts dafür. Ha, hast du eine Ahnung? Sie wusste genau, was sie tat. Und sie hat keine Gelegenheit ausgelassen, auf meinen Gefühlen rumzutrampeln. Sie war immer die Begabte, die Schöne, die Kluge. Und ich wurde behandelt wie ein Stück Dreck. Selbst als Richard Dannenberg auftauchte, hatte er nur Augen für Rebecca. Aber ich war schneller. Ich habe ihn eiskalt zum Vater von Nadine gemacht und geheiratet. Aber es nützte nichts. Nach Jahren tauchte Rebecca wieder auf und hat ihn mir wieder weggenommen. Aber da bist du eindeutig zu weit gegangen, Schwesterlein. Da gab es nur eine Chance. Du musstest verschwinden, und zwar endgültig. Sie hat ihr Richard nicht weggenommen. Die hatten nur eine kleine Affäre. Eine Affäre nennst du das? Sie hat Richard geliebt und nicht Stefan. Meine Eltern haben sich geliebt. Eigentlich müsstest du mir sehr dankbar sein, dass ich eine Ehebrecherin bestraft habe, die zwei Menschen sehr unglücklich gemacht hat. Deinen Vater und mich. Ich hasse dich. Und Mama wird dich nie loslassen, niemals. Sie wird dich verfolgen bis in deine Träume, solange du lebst. Halt endlich dein verdammtes Maul, Tessa Thalbach. Unser kleiner Ausflug ist noch nicht vorbei. Hallo, Tamara. Ich muss mit dir reden. Ich wüsste nicht, was wir uns noch zu sagen hätten. Also kurz, ich bin in Eile. Ist dir bei Tessas letzten Besuch irgendwas an ihrem Verhalten aufgefallen? Was sollte mir aufgefallen sein? Verzweifelt oder hat sie irgendwelche merkwürdigen Andeutungen gemacht? Nein, sie war wie immer. Hörst du das auch? Nein, ich höre nichts. Also was soll jetzt mit Tessa gewesen sein? Tamara, sie ist wie vom Erdboden verschluckt. Ich mache mir riesige Sorgen. Felix, findest du nicht, dass du etwas übertreibst? Ich meine, was soll dir schon groß passieren? Sie ist eine erwachsene junge Frau, die ihren eigenen Kopf hat. Wer weiß, wo sie steckt oder was sie macht. Wahrscheinlich will sie einfach nur einmal allein sein. Das habe ich mir am Anfang auch gedacht. Und ehrlich gesagt, interessiert es mich ein Dreck. Wir sind am Ziel, Prinzessin. Los, raus hier. Los, mach schon. Jetzt. Komm. Spar dir deine Puste, ja? Ich kann eh nichts verstehen. Keine Angst. Ich will dir nur zeigen, was damals wirklich passiert ist. Spaß muss sein. Keine falsche Bewegung. Und versuch gar nicht erst zu schreien, sonst drück ich ab. Tamara, lass mich gehen. Genau hier hat Rebecca gestanden und mich angeschrien. Ich liebe Richard.